Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. Irgendwie ist es ungewohnt, ich muss so wenig sagen, wenn ich einfach nur C sage. Normalerweise sage ich Python oder sowas. Aber okay, dieses Mal geht es weiter mit Variablen. Variablen sind, ja, eine coole Sache, denn so ziemlich alles baut auf diesen Variablen auf. Variablen sind sich verändernde Werte. Also zum Beispiel kann eine Variable in einem Moment 5 sein und im nächsten Moment 200.000 oder sowas. Und genau, deswegen baut auch ziemlich viel drauf auf. Zum Beispiel kann man Benutzereingaben, also wenn ich jetzt irgendwie 5 eingebe oder sowas, kann ich als Variable lesen, ich kann Berechnungen durchführen in Variablen. Deswegen, Variablen sind mega wichtig. Und ja, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die ganzen Dinger definieren könnt. Und zwar ist es, wenn ihr schon eine andere Programmiersprache könnt, relativ einfach. Das ist wie immer eigentlich, geben wir vorne den Typen an, den die Variable haben soll. Was Typen sind, erzähle ich euch sofort. Und hinten dran geben wir den Namen von unserer Variablen an. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel Franz Josef dazu. Franz Josef. So, der Franz Josef ist jetzt ein Int. Ach so, wichtig, hier hinten dran steht noch ein Semikolon. Und dieses Semikolon ist sehr wichtig, denn ohne Semikolon läuft in C gar nichts. Da kriegt ihr einen Fehler, um die Ohren geflogen. So, jetzt ist unser Franz Josef hier ein Int. Was bedeutet das Ganze? Ein Int ist eine Ganzzahl. Also zum Beispiel 0, 1, 2, 100.000. Oder auch minus 50, minus 1337 oder sowas. Genau. Und wenn ich jetzt hier direkt meinem Franz Josef einen Wert zuweisen möchte, also wenn ich gleich sagen möchte, der Franz Josef, der hat jetzt halt den Wert, keine Ahnung, 42, dann schreibe ich, ist gleich 42 hin. Und er bleibt 42, bis wir diese nächste Klammer hier erreichen. Aber zur Gültigkeit von Variablen erzähle ich euch noch mal anders was. Das ist ein relativ großes Thema. Okay. So, und ja, jetzt kann ich mit diesem Franz Josef hier rechnen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte jetzt noch einen anderen Int mit Namen, keine Ahnung, Hans. Und der Hans, der kriegt noch keinen Wert zugewiesen, sondern den weise ich erst später zu. Da muss ich dann nicht mehr Int vorne dran schreiben, sondern ich muss nur noch Hans Namen, also quasi den Namen von der Variablen nennen. Und jetzt kann ich sagen, Hans ist 1337. Okay, so, und jetzt kann ich zum Beispiel eine neue Variable schreiben, also ein Int, jetzt gehen mir die Namen langsam aus. Dörte. Ah, Dörte ist vielleicht nicht ganz so intelligent, weil Dörte sollte man mit OE schreiben. Ö wird immer nicht so toll sein. Okay, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte die beiden Zahlen addieren. Das geht wie immer mit dem Plus-Operator. Nicht 42, sondern ich sage hier statt 42 sage ich Franz Josef dazu. Und dadurch kriege ich hier automatisch 42 eingesetzt. Das heißt, und hier hinten schreibe ich jetzt erstmal noch Hans kurz hin und mache erstmal fertig. Immer Semikolon am Ende hinschreiben, dann ist alles gut. Okay, was jetzt hier passiert, ist folgendes. Wir setzen sozusagen hier, wo Franz Josef steht, setzen wir die 42 hin. Also hier steht am Ende 42 und da, wo Hans steht, steht nachher 1337. Denn Hans ist ja hier diese 1337, haben wir ja so zugewiesen. Okay. Und dann wird es beides addiert und das, was addiert wurde, wird in Dörte reingeschrieben. Jetzt wissen wir schon wieder, wenn wir nicht Kopfrechnen wollen oder nicht mega faul sind und einen Taschenrechner holen, wissen wir zum Beispiel gerade nicht, was in Dörte drin steht. Aber ich könnte jetzt mit Dörte weiterrechnen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt mit Variablen kompliziertes Zeug machen. Das Programm wird innerhalb von ein paar Millisekunden fertig sein und ihr müsst nicht mal euren Taschenrechner zücken. Also versucht nicht, alle Werte auszulesen. Es könnte ja auch zum Beispiel von der Benutzereingabe oder sowas abhängen und dann wisst ihr sowieso gar nicht, was da drin steht. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier gerade zwei Zahlen ineinander addiert. Das ist doch schon mal cool. Was jetzt hier noch für andere Typen stehen können, das erzähle ich euch alles nächstes Video, aber jetzt wollen wir das Ganze erstmal ausführen. So, dazu gehen wir wieder hierher. Ihr seht, ich habe direkt nacheinander wieder hier aufgenommen. Und ja, wir kompilieren wieder mit gccfirst.c. Und dann schauen wir uns mal an, was da noch so drin los ist. Und wir haben wieder eine a.out-Datei. Deswegen sagen wir hier wieder, führe a.out aus. Und wir kriegen immer noch nur Hello World ausgegeben. Warum kriegen wir nur Hello World ausgegeben? Weil wir hier nichts an der Ausgabe geändert haben. So, das heißt, wir wollen jetzt hier also die Ausgabe ändern. Und wie können wir jetzt hier eine Variable angeben oder wie können wir diese Variable hier ausgeben? Also Dörte, wir wollen jetzt wissen, was in Dörte drin steht. Wenn ich jetzt hier einfach Dörte eingebe, dann ist das folgendermaßen. Dann habe ich das, gcc first, also erstmal neu kompilieren und dann wieder ausführen. Dann kriege ich hier einfach den Namen Dörte ausgegeben. Das ist nicht das, was wir wollen. Diese Anführungsstriche hier, die verhindern, dass die Variable ausgegeben wird. Also möchte ich das doch hier hinten irgendwie reinschreiben. Mit einem Komma zum Beispiel kann man es trennen. Komma und dann gebe ich hier Dörte an. So, Vorsicht.
Jetzt muss ich hier allerdings noch irgendwie sagen, wann ich gerne Dörte angegeben haben möchte. Ich kann ja hier zum Beispiel, also hier Dörte eingeben. Ich könnte aber auch hier vorne Dörte angeben. Und um das eindeutig zu machen, schreibt man hier Prozent und dann den Typen von unserem, von unserer Variable. Im Fall von einem Integer, also von einer Ganzzahl, keine Ahnung, 0 bis 2000 oder minus 50.000 kann auch sein, das sind wirklich große Ganzzahlen und sehr kleine natürlich auch mit negativen Zahlen, geben wir hier Prozent %d an. Prozent %d sagt uns, dass da nicht wie Dörte, also das war jetzt Zufall hier, dass Dörte auch mit d anfängt, Prozent %d sagt uns einfach, dass wir hier eine Ganzzahl ausgeben wollen und dieses Backslash n sagt uns, eine neue Zeile soll kommen. Ja. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was wir hier brauchen. Wenn wir das jetzt hier ausführen, gcc first, und dann führen wir a out aus, dann kommt hier plötzlich Hello World. Und da, wo dieses Prozent %d stand, kriegen wir die zusammengerechnete Zahl von Hans und Franz Josef, also 1379. Super. Und ja, das war genau das, was wir wollten. Wir wollten ja gerade eine Variable ausgeben. Okay. Wie wir dieses Formatted Print hier machen, das so nennt sich das Ganze hier, also wie wir diese Ausgabe hier formatieren, das erzähle ich euch wann anders. Jetzt oder im nächsten Video geht es dann darum, was wir noch für variablen Typen haben. Denn es kann ja sein, dass wir nicht unbedingt immer mit ganzen Zahlen arbeiten wollen, sondern vielleicht auch mal mit Buchstaben. Und ja, das werden wir uns dann anschauen. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!